Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu meiner Morgenroutine. Meine Morgenroutine mit Kind und Baby. Ja, die kleine Maus, die weckt mich nachts und auch morgens ziemlich früh, um ihre Flasche zu trinken. Und je nachdem, ob sie dann nochmal einschläft oder auch je nachdem, wie die Nacht war, lege ich mich dann auch nochmal hin. Und wenn ich dann tatsächlich nochmal einschlafe, dann wird es morgens dann doch ziemlich hektisch. Das Erste, was ich dann morgens mache, ist auf die Uhr schauen, aufspringen und nach meinen Kindern gucken. Die Mühle. Mega Maus. Mega Maus. Guten Morgen. Es ist Zeit für den Kindergarten. Und ganz dringend auch Zeit für eine frische Windel. Ja, die Kleine, die bekommt dann morgens natürlich erstmal eine frische Windel, wird schön angezogen für den Tag, wird gewaschen, Haare gekämmt, Zähne geputzt, sowas alles. Normalerweise kommt die Große in der Zeit dann auch schon runter, aber heute war sie so ein bisschen faul. Lena ist immer noch da oben. Irgendwann haben wir es dann aber doch geschafft und die Große hat sich dann erstmal angezogen. Danach geht es für uns dann ins Bad. Da putzen wir dann zusammen die Zähne, kämmen die Haare. Ja, sowas, was man halt so macht, ne? Ich mache mir dann morgens eigentlich immer diese typische Mama-Frisur. Wenn ich das habe, geht es für mich weiter ins Schlafzimmer. Da mache ich dann das Fenster auf zum Lüften, ziehe mir was drüber und dann geht's ab. Ah, ich habe schon gestern geschafft. Lecker Banane. Da packt Milena dann ihre Box in die Tasche, zieht die Tasche an und dann sind wir eigentlich auch schon parat. Dann gehen wir alle raus, die Kleine krabbelt auch fleißig hinterher, wir ziehen uns die Schuhe an und dann gehen wir ab in den Kindergarten. Wir haben es zwar nicht weit, ich trage die Maus aber immer auf dem Weg zum Kindergarten und zurück nach Hause und währenddessen auch. Und deswegen muss man da doch mal kurz durchatmen und erstmal was trinken.
damit ich mit voller Energie auch durch den Tag komme, ganz egal wie die Nacht war, steht für mich dann erstmal der Sport an. Der ist ganz, ganz wichtig für mich und gehört wirklich, wirklich einfach zu meiner Routine. Ich werde da auch ganz oft gefragt, was die Kinder währenddessen machen. Also unter der Woche ist die Große dann im Kindergarten und die Kleine, die spielt eigentlich da vor mir vor der Decke oder erkundet den Staubsauger oder sonstiges. Wenn ich dann fertig bin, spielen wir aber erstmal eine Runde zusammen. Wir singen, wir gucken Bücher an. Ja, ich mache mit ihr Hopper-Hopper-Reiter solche Geschichten oder wir spielen jetzt auch ganz neuerdings mit dem Ball. Das gefällt ihr richtig, richtig gut und da wird sie dann auch relativ schnell eigentlich müde, braucht dann auch ihre Flasche und dann bekommt sie die und dann geht es auch nochmal ab zum Vormittagsschlaf. Wenn ich sie dann hingelegt habe, habe ich Zeit für eine Dusche und da benutze ich zurzeit ein Kokosöl-Shampoo, finde ich super. Und weil ich tatsächlich jetzt schon mehrfach vergessen habe, mir selber ein neues Duschgel reinzustellen, habe ich da das von meiner großen Maus benutzt. Ja, und danach benutze ich meine Nivea fürs Gesicht, wie schon immer, seit Jahren. Dann kümmere ich mich um meine Haare, die werden gekämmt, zwischendurch wird die Maus dann eventuell doch nochmal wach. Dann werden die Haare geföhnt etc. Danach geht es dann auch schon an den Haushalt. Ich mache natürlich erstmal das Bett ordentlich. Guck dann auch mal auf mein Handy, stöber da so ein bisschen auf Instagram rum. Ja, antworte mal meinen Liebsten auf WhatsApp. Die warten nämlich meistens etwas länger schon auf eine Antwort. Ja, sowas. Und dann geht's aber weiter. Zwischendurch muss die Maus natürlich immer bespaßt werden, deswegen dauert der Haushalt immer ein kleines bisschen länger, aber dafür hat man schöne kleine Pausen zwischendurch. Ja, für mich steht dann erstmal das Kücheaufräumen an. Wir waschen meistens morgens ab, lassen es dann trocknen und ich mache den Rest dann einfach morgens. Genau. Dann geht es weiter dem Chaos im Wohnzimmer entgegen. Die kleine Maus kann da richtig Unordnung schaffen. Und abends ist dann die Couch meistens auch noch unordentlich. Das mache ich dann als nächstes. Was auch jeden Tag dazu gehört, ist Wäsche. Ob jetzt waschen, aufhängen, sortieren oder bügeln. Irgendwas ist immer dabei. Und ja, heute musste auch mal wieder gebügelt werden, das habe ich erledigt. Und dann ging es ein bisschen gestärkt mit Nervennahrung an meinen Shop-Kram. Ja, da muss ich dann erstmal gucken, wer hat geschrieben, wem muss ich antworten, wer hat bezahlt. Und dann geht es auch ans Anfertigen von euren Unikarten, die ihr bestellt habt. Da waren diesmal richtig tolle Kinderwagenketten dabei. Ach ja, ich liebe, liebe, liebe die Babyprodukte. Vielleicht fragt ihr euch, wann ich denn mal frühstücke. Ja, an diesem Tag war es ein bisschen komisch. Mein Schatz meinte, er kommt mittags nach Hause und deswegen habe ich gewartet und dann früh mittags dann wirklich schon Mittagessen gemacht. Das war es jetzt auch mit der Morgenroutine. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!